Was geht ab, man und sie weiter unter dir? Und heute werden wir auf Dragon Ball Legends unter anderem auf gewisse Charaktere eingehen, die demnächst in das Spiel kommen werden, aber auch mit Tickets sammeln. Wir haben 40 Tickets parat und einen garantierten Sparken-Ticket aus dem Gutenspawner. Ich habe gerade beim Editieren gemerkt, dass ich auf jeden Fall noch ein Vorwort halten kann. Also wundert euch nicht, ich habe das nämlich vorgedreht, das Video mit den Tickets sammeln, wenn da zeitlich irgendwas nicht ganz genau stimmt. Dennoch, Freunde, kamen heute nämlich jetzt aufnehmen noch weitere News rein zu einem neuen Charakter, nämlich Sparking Goku Black. Das wollte ich euch auf jeden Fall wissen lassen, Sparking Goku Black. Sollte am Black Friday erscheinen, denn am Black Friday wird es ein Black Friday Sale geben. Dieser startet um 7 morgens am 23.11. am Black Friday. Aber einen Tag davor, am Donnerstag, am 22. November, ist eine Wartung. Die geht von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Könnte auch sein, dass ihr vielleicht da droppt. Frühestens Donnerstag, eben dann morgen, spätestens Freitag, Freunde. Zu Goku Black wissen wir ganz kurz zusammengefasst: Je mehr Gegner er besiegt, quasi, desto stärker wird er. Er hat einen Damage. Er macht mehr Damage, 30% mehr Damage gegen Saiyan und die Re-Saiyan-Charaktere. Und er wird als Yellow Saiyan Killer betitelt. Noch ein kleiner Nachtrag, Freunde, denn heute, in dem das Ganze online kommt, kam noch ein Teaser raus, nämlich ein Teaser oder Trailer zu einem neuen Sparking Super Saiyan 3 Goku, oder müsste ich sagen, Angel Goku. Dieser ist vom Lila-Typus. Er hat eine Ulti, die Neo Super Dragon Fist. Diese macht Massive Damage und es gibt eine Chance, dass der Gegner in Ohnmacht fällt. Zudem macht er 40% mehr Schaden gegen Charaktere der Regeneration Tag, also Erneuerung Tag, durch seine Unique Ability. Diese Charaktere wurden aber auch, Freunde, von Dragon Ball Legends Reddit vor ein, zwei Wochen schon geleakt, dass sie als nächstes kommen. Sowohl Goku Black als auch Super Saiyan 3 Goku, die jetzt schon geteasert wurden, aber auch eine neue Sparking Kale. Entweder kommt ihr Teaser morgen oder im Laufe des Tages, aber ich schätze ja morgen. Also kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass auch Kales Teaser die Tage kommen wird. Anyway, lange Rede, kurz Sinn, Freunde, so viel auch zu dem Goku, der heute reinkam. Weiter im Kontext. Falls ihr das haben werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Glück. Ich weiß, ob ich direkt zum Release haben werde oder nicht. Das werden wir auf jeden Fall die Tage sehen. Wünsche euch aber jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit den Ticketsammels. Und heute werden wir es uns ein wenig gemütlich machen auf Dragon Ball Legends, denn wir haben einige viele Tickets, die wir raushaben werden. Heute im Ticketsammel, sage ich mal dazu, haben wir aber auch ein garantierten Sparking-Ticket am Start an der Stelle. Außerhalb davon haben wir aber aus den letzten V-Jump-Scans, Freunde, Informationen zu den nächsten Sparking-Charakteren. Und es ist hier ein Sparking-Child oder Child, whatever. Ich glaube, er heißt Child. Ich habe ihn damals Child genannt. Anyway, wir kennen den Child, Vorfahre von Freezer, und ein Sparking-Super Saiyan Bardock, Freunde, die uns Anfang Dezember steht es im V-Jump dran. Anfang Dezember erscheinen sollten im Ultra Space Time Summon Nummer 7. Also Ultra Beschwörungswander Nummer 7. Wir haben ein bisschen Informationen zu ihm. Was haben sie denn drauf? Child funktioniert folgendermaßen: Wenn seine HP höher ist als die des Gegners, bekommt er ein Power-Up. Er hat eine Damage Reduction gegen Super Saiyans. Und es wird empfohlen, ihn in einem Freezer Force Team zu spielen, sage ich mal, Freezer Tag Team. Außerhalb davon, Super Saiyan Bardock, haben wir folgende Informationen: Er bekommt bzw. gibt ein Power-Up für Saiyans, aber wenn noch Super Saiyans im Team verbleibend sind, bekommt er auch selbst ein Power-Up, so mehr oder weniger steht es hier dran. Und an der Stelle, ja, dann werden seine seine Stats erhöht, sage ich mal, so mehr oder weniger. Die Teaser sollten die Tage folgen, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was es wirklich heißt, 1:1. Und jetzt haben wir aktuell noch die Übersetzungen aus den V-Jump-Scans. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen von Dragon Ball Legends Reddit, damit ihr auch da auf jeden Fall selbst nachlesen könnt, Freunde. Genau, was wir heute machen ist, Freunde, wir werden es ein wenig gemütlich machen. Hier werde ich nicht sammeln, ich habe ja auch nicht gesammelt, C18 ist gar nicht mal so schlecht. Dennoch skippe ich das. Wir haben hier einen garantierten Sparking-Charakter. Einen aus diesen 5 werden wir auf jeden Fall garantiert bekommen. Diesen heben wir uns für die Mitte auf, das wird unser Group sammeln. Wir fangen an mit den, wir haben hier Daily Summons, sage ich mal, die hauen wir raus, beziehungsweise wir machen das ganz folgendermaßen. Wir machen das folgendermaßen, Freunde. Wir fangen an hier. Boom, das ist der Plan für heute. Wir machen jetzt, fangen mit dem hier an, okay, mit einem Daily Single. Dann hauen wir 2 Mutis hier raus, gehen rüber zu dem garantierten Sparking, haben wieder 2 Mutis und schließen dann ab mit dem Daily Summon im Gotenks-Banner, Freunde. Da habe ich kein Summon-Video gemacht, aber ich habe da immer natürlich die Dailies rausgehauen, beziehungsweise aus dem letzten Sparking-garantierten Ticket habe ich gezogen Dabura. War ein neuer Charakter, hatte ich nicht, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren, Freunde. Lasst mich an der Stelle wissen, was habt ihr gezogen? Ich hoffe, ihr habt Gotenks gezogen, weil Gotenks aus dem gerade Sparking-Ticket ist auf jeden Fall sehr nice. Ich bin gespannt, was wir ziehen. So, ich sehe schon vor mir, ich glaube Piccolo ist drin, ne? Sparking Piccolo sehe ich schon vor mir, um ehrlich zu sein, dass ich Sparking Piccolo ziehen werde. Aber das sehen wir dann nachher natürlich eben garantiert hin. Sparking-Tickets sammeln, alright. Das finde ich echt nice, dass immer so garantiert ist, Sparking-Tickets gibt es bei deinem Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner. Und heißt an der Stelle auch natürlich, wenn das von Shit und Bardo kommt, wäre es auf jeden Fall mehr als willkommen, wenn sie auch so garantiert ist, Sparking-Tickets raushauen. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Anfang Dezember, wie gesagt, das sollten die nächsten Sparking-Charaktere sein, laut den V-Jump-Scans. Aus diesem Banner hier
Komme, was wolle, um ehrlich zu sein. Ah, nee. Stopp. Manche Charaktere, da wurde eine Liste wieder rausgehauen von den Charakteren, die am meisten benutzt wurden. Und die letzten, die am. Die fünf, die am wenigsten benutzt worden sind, sowohl Sparking auch, als auch Extreme-Charaktere, werden überarbeitet, bekommen Buff quasi. Hero-Charaktere weiß nicht, das muss ich mal nochmal abchecken. Aber Sparking und Extreme weiß ich, da tun die auf jeden Fall tüchtig in den Social Media Kanälen posten. Und Freezer wird einer davon sein, der gelbe Freezer, der einen Buff bekommen wird. Und dann könnte man auf jeden Fall, also die bauen so langsam so ein Freezer-Force-Team auf, sage ich mal. Und da wäre es interessant, wenn wir aus dem Banner hier den gelben Final Form Freezer ziehen könnten, denn ihn habe ich nicht. Also das wäre mehr als willkommen auf jeden Fall. Okay, wir haben einen Wunschcharakter, haben wir. Ob wir den bekommen? So nicht, Freunde, so nicht. Die ganzen Tickets, wie gesagt, ist wirklich nice. Ist ein Masterpack-Ticket. Die Charaktere, die da drin sind, sind nicht schlecht. Wenn man Dupes sieht, umso besser. Dupes sind auf jeden Fall willkommen in Legends. Und es sind halt wirklich Free-to-Play-Tickets. Ihr könnt euch erfahren aus den Daily-Missionen, aus PvP-Missionen und so weiter und so fort, was alles rauskommt aus der Tauschbörse. Auch wenn das Free-to-Play-Tickets sind, mehr oder weniger, mal Friends, gib uns wenigstens bitte geile Summon-Animationen. Oder lass uns bitte, ich schraub's ganz runter, Freunde, außerhalb vom Sparking, garantierten Sparking-Charakter, lass uns bitte ein Sparking ziehen. Also dann im Endeffekt zwei. Ist das ein Ding? Oh, dieser Vegeta, sein Artwork ist richtig nice. Okay, zwei Extreme-Charaktere an der Stelle hier. Extreme Freezer! Und Ginyu. Ja, Ginyu ist, glaube ich, auch einer der Charaktere, die den Buff bekommen wird. Das habe ich heute auf Twitter gesehen. Genau, die posten das immer in den Social Media Kanälen, welche Charaktere, beziehungsweise was sich an den Charakteren ändern wird, die am wenigsten benutzt wurden. Freunde, es ist halt. So war es halt auch in Dokkan damals, ne? Kein GSSR. Ich meine, wir haben. Ja, ohne Spaß, Freunde. Like legit. Gott sei Dank haben wir in Dokkan zumindest GSSR. Dann tut das nicht so weh, sag ich mal. Aber. Wuhu! Hola! Das tut ja richtig weh. Deswegen brauchen wir noch Sparking, Freunde. Zwei Mutti haben wir gesagt, in der Mitte hauen wir uns. Jetzt muss ich aufpassen. Das sind nämlich einzelne, Freunde. Die könnt ihr, wenn ihr Überschuss habt, einzeln raushauen. Das ist aber nicht garantiert. Das ist einfach nur ein Single Sum. Wenn ihr sieben habt, so wie ich noch, das ist dann mein Zeit-Sparking garantierter Charakter. Dann, Freunde! Macht jetzt mit im Group Sum, egal welches Spiel. Haut ein Single raus, egal was ihr wollt. Egal welches Spiel, wie gesagt, Naruto, Dokkan, whatever ihr spielt. Wir bekommen auf jeden Fall einen gerade in Sparking Charakter. Und schreibt jetzt in die Kommentare, Freunde. Welcher Charakter denkt ihr, wird es sein? Ich sag doch Piccolo. Ich glaube, Piccolo ist in dem Banner, oder? Ich glaube, es wird Piccolo. Ich sehe runter, Freunde, und dann legen wir los. 3, 2, 1, go! Und lasst mich natürlich wissen, falls ihr was Krankes oder Geiles gepult habt. Sei es in den Kommentaren, sei es auf den Social Media Kanälen. Schaut auf jeden Fall raus. Ich hab nicht hingeguckt. Ja. GG. Ich meine, Trunks ist nicht schlecht. Besser als Piccolo jetzt. Würde ich mal vorsichtig sagen, okay. Naja, ich weiß, jeder Charakter in Legends, der kann gut sein, je nachdem, wie man spielt. Bla bla bla. Bleibt fair mit solchen Kommentaren, Freunde. Aber trotzdem kann man sagen, ob ein Charakter gut oder schlecht ist. Und Trunks ist auf jeden Fall solide. Piccolo ist hier gar nicht drin. Schau mal, ich rede die ganze Zeit von. Oh, doch, da. Ich habe den gar nicht gesehen. Hinter Gotex ist er. Ja, so viel dazu. Ein Single haben wir noch nachher, Freunde. Ein Single haben wir noch. Lass uns erstmal die zwei Multis raushauen. Ah, Mann. GG! Trunks habe ich letztens, glaube ich, in dem Masterpick. Ich habe auch nicht mal den Buu. Schade. Ich hätte auch zu Buu nicht nein gesagt. Aber es wurde Trunks. Was soll man machen? Aber bekommen wir hier noch bitte einen Spartan-Charakter? Du wurdest hier gerade vermöbelt, Kakarot. Aber wenn das ein Ding ist, bitte, kannst auch gerne ruhig. Oh. Das will man auf gar keinen Fall sehen. Es sei denn, es resultiert ein Bait, aber. Puh. So ein neutraler Clash ist halt. Da kann man echt nicht viel zu sagen, glaube ich, so, ne? Guldo. Kakarotto. Jaco. Die in Dragon Ball Super unterwegs sind, wissen ja, was als nächstes abgeht, ne? In Dragon Ball Super Manga und so weiter und so fort. GG. Auf jeden Fall keine Spartan-Charaktere, wie es aussieht. So, Urvater Bardock. Urvater Bardock, Freunde, mit seinem Animation on Clutch. Oh, Klatsch, keine Ahnung, warum ich das auspacke. Manchmal merkt ich, der wird auch gebufft, das weiß ich. Manchmal merkt ich, ich habe einfach so ein paar Wörter, die ich rausklatsche. GG.
Aber 40 Tickets, noch kein, oder 30 haben verschwendet, das sind jetzt die 40, noch kein Sparken-Charakter. Like, warum? Immerhin Super Saiyan. Like, warum? Gib uns doch wenigstens eins. Wenn jetzt Vegeta-Animation nicht kommt, dann heul ich nachts, weil dann ist ein Dead Multi. Oh. Es sei denn, hier passiert noch irgendwas. Ja. Also, es ist halt, es tut halt weh. Ne? Also, es ist schon geil, Free-to-Play-Tickets, so. Aber wenn man daraus keine Spartan-Charaktere zieht, dann denke ich mir so, ja, 40 Tickets angespart. 40 Tickets gespart für keinen einzigen Sparking-Charakter. Hohoho, ho, der lacht mich hier aus an der Stelle. Wow. Wow. Es tut weh. Das tut verdammt nochmal weh. Krass, echt krass. 40 Tickets, kein einziger Charakter. Ja, aber was soll's. Ich meine, immerhin waren es Free-to-Play-Tickets. Okay. Was soll's, Freunde, was soll's. Aber wie gesagt, so wenn man Dupes sieht, zum Beispiel von dem, der hat jetzt seine Sehfähigkeit einen Boost bekommen, kann man auf jeden Fall immer mitnehmen, so ist es nicht. Aber, natürlich mal wieder lange Rede, kurzer Sinn. Hashtag 1 Single Summon. Letztes Single Summon für das heutige Video, Freunde. Und ich hoffe, dementsprechend hattet ihr alle Spaß. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Falls ihr neu seid und euch das Ganze gefallen hat, dann drückt noch auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Da fliegt ein Pott Muttersehen alleine durch und Karot wird wahrscheinlich vermöbelt. Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich hier keinen Spartan-Charakter ziehen, es sei denn, es passiert irgendwas, irgendein Mysterium. Aber ich schließe das auf jeden Fall aus. Ja. Genau das. Sabon, Freunde. Sabon, das ist zum Abschluss. Ich hoffe, wir haben, glaube ich, alles rausgeholt, was wir rausholen konnten, ne? Glaube ich, schätze ich, denke ich, hoffe ich. Yep. Dementsprechend, hier muss ich unbedingt reingehen. Da gibt es auch keine Daily Discounts, Freunde. Dementsprechend, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Und auf jeden Fall wünsche ich euch mehr Glück als ich, wo auch immer ihr demnächst sammeln werdet. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.